Ja, eine Frage war von dem lieben Brunizock, der fragt, wie bist du auf YouTube gekommen? Und nochmal eine, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Hey Leute und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Clash of Clans. So, der Ladebildschirm ist jetzt auch fertig und wie ihr seht, mein Goldlager ist so gut wie voll, mein Elixierlager ist, ja, etwa zwei Drittel gefüllt. Und ich habe einfach so viel Greater. Ich bin heute um 3 aus der Schule nach Hause gekommen, war dann nochmal kurz unterwegs und habe dann ab etwa 4 Uhr angefangen, die ganze Zeit zu clashen. Und es ist jetzt 20 Uhr, das heißt 4 Stunden lang. Ich habe 2-mal geboostet. Und ja, ich kann euch jetzt mal kurz meinen Angriffslog zeigen. Hab da jeweils immer nur echt krasse Gegner, zum Beispiel den hier, da waren über 700k Ressourcen mit dabei. So welche Gegner mich dann natürlich gerne mit. Das Video wird jetzt zwar nicht so lang, ich denke mal so 5 bis 10 Minuten. Aber das ist jetzt nochmal so ein kurzes Update-Video vor dem Sprung auf Rathaus Level 10. Ich kann das jetzt wahrscheinlich morgen nicht live aufnehmen, weil wenn das Rathaus auf Level 10 upgraded wird, bin ich wahrscheinlich noch in der Schule, weil vorletzte Woche da hatten wir ja Zeugnisferien und da habe ich das direkt aufgenommen, als ich zu Hause war. Da hatten wir nach der dritten Stunde Schluss, also es war so gegen 11 oder 10 Uhr, glaube ich, als ich das upgraded habe, und da bin ich ja noch im Unterricht, weil wir haben erst Pause um 11:10 Uhr. Ich muss gucken, wenn ich Glück habe und ich irgendwie das ein bisschen gut getimed habe letzte Woche, kann es sein, dass ich in der Pause da ein bisschen was mit dem Handy aufnehmen kann, aber das werde ich dann wahrscheinlich nachkommentieren. Also, ja, hofft da nicht so viel von mir, dass ich das da in der Schule kommentiere, weil wenn da Kumpels mit drumherum stehen, ist die allgemein die Audioqualität nicht gerade sehr gut und vor allem, ja, werden die wahrscheinlich auch dazwischen sprechen und so weiter, kennt ihr ja bestimmt. Und ich gucke jetzt hier gerade mal nebenbei kurz auf Twitter, ob da schon ein paar Fragen eingegangen sind. Ich gehe zwar nicht davon aus, Ask Clash Games. Nee, ist keine Frage eingegangen, aber unter meinem Video war eine Frage. Und zwar, da gehe ich jetzt auch mal ganz kurz hin. Nebenbei seht ihr jetzt hier mal ein paar Angriffe. So. Eben kurz Laptop auf Stumm schalten. Ja, eine Frage war von dem lieben Brunizock, der fragt, wie bist du auf YouTube gekommen? Und nochmal eine, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ja, die Frage, wie bist du auf YouTube gekommen, ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ich dachte mir halt, yo, ich spiele super gerne Clash of Clans und hatte auch früher mal einen YouTube-Kanal, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, den aber glaube ich gar nicht mehr. Da habe ich ganz früher Minecraft-Videos gemacht. Ich denke mal, ja, ich war da früher so ein kleiner Fanboy von den ganzen großen Minecraft-YouTubern und wollte es halt selbst auch mal machen. Aber den habe ich dann natürlich wieder aufgegeben, weil es einfach nichts geworden ist. Und ich hatte da eigentlich auch noch voll die Piepsstimme und das war allgemein alles nicht so toll. Ja, ihr könnt, wenn es euch interessiert, kann ich euch den Kanal-Link mal schicken. Da könnt ihr mal gucken, was ich damals für peinliche Videos gemacht habe. Wenn es den Kanal noch gibt, ich weiß gar nicht, ob ich den inzwischen gelöscht habe, aber ich glaube eigentlich nicht. Und ja, nochmal, wie bist du auf YouTube gekommen? Da gibt es auch noch eine andere Sache. Ich habe halt so größere Clash of Clans-YouTuber auch gerne geguckt, vor allem so Clash of Clans. Ja. Blaze Clash of Clans, nee, wie heißt der? Warte mal ganz kurz. Oh Gott, ich habe so lange keine englischen Clash of Clans YouTuber mehr geguckt. Clash of Clans. So, eben nochmal hier kurz nebenbei ein Replay. Ich guck mal ganz kurz, ist hier eins. Ja, das können wir auch nochmal laufen lassen. Ja, ist auch ganz guter Loot mit dabei. Let's play
Clash of Clans, so. Ich weiß gar nicht mehr, das ist ja Play Clash of Clans, aber mir fällt gerade nicht. Ach ja, Pad, Chief Pad. Oh Gott, warum vergesse ich das, Mann? Das ist. Da gebe ich mir direkt gleich mal eine Schelle. Okay. Habe ich direkt eine Schelle von mir selbst bekommen, dass ich den Namen vergessen habe. Weil es ist ja eigentlich das Idol für alle Clash of Clans YouTuber, weil er war ja mit der Erste, der damit angefangen hat. Der Chief Pad hat jetzt auch schon 1,3 Millionen Abonnenten. Er ist damit der bekannteste Clash of Clans YouTuber, den es momentan gibt. Ja, auf der ganzen Welt. Und in Deutschland ist das ja, wie ihn jeder kennt, Don John. Ist natürlich auch so ein kleines Vorbild für mich gewesen damals, aber jetzt sind es auch in gewisser Weise die englischen YouTuber, vor allem Mystic7, den kennt ihr vielleicht auch. Der hat es auch letztens geschafft, die 100.000 Abonnenten zu knacken. Bei dem habe ich mir auch ein paar Ideen abgeguckt zum Thema Balloonien. Und der ist da so eine Art Experte drin. Das waren halt so meine anfänglichen Vorbilder. Und ja, die andere Frage, wie bist du auf den Kanalnamen gekommen? Das ist ja eigentlich kein besonderer Kanalname, kein Kanalname, mit dem man irgendwie, ja, auf den man irgendwie besonders kommen kann. Clash von Clash of Clans und Games. Ja, halt, weil es ein Spiel ist und da habe ich dann irgendwie die beiden Namen zusammengetan und dann noch ein HD hintergehangen und das war halt mein Kanalname. Ist jetzt nicht so, ja, ich sag jetzt mal, da musste ich nicht so lange für überlegen, aber mir ist halt nichts Besseres eingefallen. Ich habe schon mal überlegt, ob ich das HD mal dahinter wegstreiche, weil das ist ja schon ein bisschen Mainstream, finde ich, weil viele andere YouTuber haben halt auch so ein HD hinten dran und wenn man dann so viele YouTuber, ich kenne so viele YouTuber, die haben so ein HD hinten dran, das finde ich auch ein bisschen doof. Werde ich mir nochmal überlegen, ob ich das HD nochmal wegstreiche. So, ich gucke jetzt hier nochmal. Ja, hier Niki, ja, die Inferno. Und jetzt habe ich nicht mehr weitergelesen. Ja, die Infernos fehlen. Oh, der, ja, stimmt. Niki ist ja letztens auf Rathaus Level 10 gegangen. Beziehungsweise ist jetzt auf Rathaus Level 10. Nochmal Congratulations an dich. Und ja, die eine andere Frage gab es auch noch. Und zwar, was benutze ich für ein Mikrofon? Ja, ich benutze das Aunamic 900B. Das habe ich zu Weihnachten bekommen. Die ein oder anderen wissen das. Hier habe ich in meinem Video erwähnt. Und dazu habe ich halt noch so einen Popschutz und ja, so ein kleines Stativ. Das Stativ muss ich nochmal überlegen. Ich denke mal, da hole ich mir bald nochmal ein anderes. Weil das ist ein bisschen instabil, sage ich jetzt mal. Kann ich euch demnächst mal nochmal zeigen, ob ich da vielleicht nochmal kurz filmen kann, wie das immer hier halb runterhängt. Ich weiß gar nicht, ob das falsch produziert worden ist oder ob das echt immer so bei den Stativen ist. Aber ich glaube eigentlich, dass das so eine Fehlproduktion ist. Ich habe meinen Vater gefragt, wie wir das umtauschen können. Er meinte aber, dadurch, dass er das im Internet bestellt hat, glaubt er, dass das nicht mehr umgetauscht werden kann. Ich habe ihm da jetzt so ein paar Mal nachgefragt, aber er meint, er hat da jetzt keine Lust zu. Kennt ihr vielleicht auch, dass die Eltern sagen, ja, da habe ich keine Lust, das jetzt zu machen. Vor allem, wenn die Eltern halt in der Woche arbeiten, das kennt ihr ja bestimmt auch. Und ja, der Angriff hier von auf Niki ist ja eigentlich relativ gut gelungen für den Gegner. Tut mir leid an dich, Niki, dass du da verloren hast. Gott sei Dank hat er ja nicht so viele Ressourcen geholt, nicht alle, sondern nur, ja, die Hälfte in etwa. Ne, doch ein bisschen mehr. Zwei Goldlager stehen noch, zwei Lexierlager, ja. Das eine Goldlager wurde da schon fast zerstört. Ja, tut mir leid für dich auf jeden Fall. Und ja, ich denke mal, jetzt gehen wir nochmal hier ins Dorf zurück. Ihr werdet es vielleicht gesehen haben. Ich habe mir ein Schild geholt für die nächsten zwei Tage, weil ja, ich habe morgen auch nicht ganz so viel Zeit aufzunehmen, weil wir haben morgen wieder lange Schule und danach möchte ich mal ein bisschen was anderes machen, weil ich habe jetzt die letzten Tage wirklich sehr viel für Videos getan. Habt ihr bestimmt auch gemerkt, dass ich in der letzten Zeit jeden Tag fast ein Video bringe. Und das nimmt dann natürlich auch ein bisschen Freizeit in Anspruch. Ist ja natürlich verständlich. Und deswegen habe ich mir jetzt ein Schild geholt, nochmal hier die Minen geboostet, damit ich nochmal die 8 Millionen Gold zusammenbekomme über Nacht. Und ja, ich denke mal, dann sind wir gut vorbereitet. Und ja, ich bin das Video auch mal an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ist jetzt
10 Minuten lang. Also ist da auch noch ein bisschen was zusammengekommen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns dann morgen im nächsten Let's Play. Ist ja direkt wieder eins danach. Und ja, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Ciao.